busy for a group with some isolation. I see Leute von ganz fast ganz in Schweiz, Grindwald, Basel, Zürich, Bern, Freiburg, Aargau, Genf, Tessin, wo alle so halt die Probleme haben mit dem Rückkehrzentrum, mit ORS. Das ist wirklich ein schweizweites Problem. Das ist nicht nur in Bern. Wir haben uns doch vernetzt. Wir werden immer mehr, wir werden immer mehr vernetzt und mehr Leute kennenlernen. Und, wir haben halt unsere Dossier, wir haben das Dossier noch, wo ich abgeben will. Wir wollen in Zukunft hier in der Schweiz, wir wollen normal leben, wir wollen uns arbeiten und unser eigenes Geld verdienen und unser eigenes Weg, wo ich stehe. Und nicht das Notfallgeld bekommen. Es gibt Leute, die sind über 10 Jahre hier, 15 Jahre, es gibt uns über 20 Jahre. 20 Jahre im Rückkehrzentrum, das ist nötig. Die Leute arbeiten für Schweiz. Es sollte so sein, dass wir, die negativ haben, anders behandelt werden müssen als andere Leute, obwohl wir alle gleich Menschen sind. Ihr muss einfach das Gesetz weg und neue Gesetze, wo jeder Mensch ist gleich. Wir wissen über das Ungerecht, das euch passiert. Du hast es richtig gesagt. Gesetze, die unmenschlich sind, die sind zu ändern. Und geändert werden Gesetze genau in diesem Gebäude. Und wir setzen uns dafür ein, dass diese Situation verbessert wird. Es ist absolut unmenschlich, wie lange heute Menschen in der Nothilfe hängen bleiben, kein Recht auf ein Privatleben haben, kein Recht auf eine eigene wirtschaftliche Tätigkeit bekommen. Wir wehren uns dagegen, wir haben leider keine linke Mehrheit in diesem Parlament, aber wir setzen uns mit aller Kraft dafür ein. Und was ihr macht, indem ihr hier heute steht und eure Anliegen nach außen tragt, das ist unglaublich wichtig. Nur so schaffen wir überhaupt Sichtbarkeit. Und genau im Migrationsbereich sind es diese unmenschlichen Situationen, die nie für die große Bevölkerung sichtbar sind, weil man bewusst die Menschen versteckt vor der großen Öffentlichkeit. Ja, ich höre dir gerne zu. Ich würde sagen, ganz, ganz schwierige Schicksale, die du hast, die andere haben. Unsere Parlamente, unsere Mitglieder der Parlamente Vorstöße einreichen, um die Lebenssituation von euch zu verbessern. Ich kann wirklich nur das sagen, wir tun unser Bestes, wir brauchen aber andere Mehrheiten hier und dafür kämpfen wir Tag für Tag für uns, dafür, dass alle Menschen als Menschen behandelt werden. Sie haben vor 2,5 Jahren das Gesetz in den Asylheimen sehr schlimm sind. Wir wissen, dass die Arbeitsbedingungen für Leute wie hier Fuß fassen wollen, schwierig sind. Und wir wollen das immer wieder auf die Kartenliste bringen. Wir wollen, dass bessere Lösungen für euch gefunden werden. Diejenigen, die hier heute dabei sind, die vielleicht auch nicht kommen konnten, wir sind nicht alleine, ihr seid nicht alleine. Wir werden diese Vorschläge, die Wünsche, die ihr hier aufgeschrieben habt, auch aufnehmen und versuchen, dass sie im Parlament diskutiert werden. Früher hattet ihr keine Stimme, vielleicht nicht so laute Stimmen. Mit dieser jungen Generation, mit dieser weiblichen Generation, ökologischen und linken Generation, versprechen wir euch, dass wir euch nicht alleine lassen werden.